Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch, wie vor Wochen bereits angekündigt, heute Vince Spielsachen zeigen. Hier im Hintergrund seht ihr zum Beispiel schon mal seinen Kaufmannsladen. Der ist von Limmerland. Das sind diese Klebesticker und der Rest ist eigentlich alles von Ikea. Der ist noch ein bisschen leer, denn ich habe mir bewusst den Inhalt des Kaufmannsladens noch nicht zu Weihnachten zum Beispiel schenken lassen, weil er dann nicht verstanden hätte, was er damit anfangen soll, weil da gab es ja diesen Kaufmannsladen noch nicht. Und ja, der wird halt jetzt peu à peu einfach gefüllt. Er bekommt zu Ostern ein bisschen was, zum Geburtstag ein bisschen was, damit es auch immer wieder was Neues ist. Und jetzt gehen wir mal zum Kallax-Regal, weil dort ist eigentlich so der Rest seines Spielzeugs. Das Spielzeug, was ich euch in diesem Video zeige, ist ausgenommen von Büchern, weil die habe ich euch ja schon extra gezeigt. Und auch seine Bastelsachen zeige ich euch alle in einem extra Video. Wir starten einfach mal oben. Und zwar das rechts. Es ist schon noch eine Keksdose. Da waren mal Kekse drin. Und ich habe die aufgehoben, weil ich das ganz, ganz toll finde. Und das ist jetzt Vince Schatzkiste. Also das sagt er auch selber, das ist seine Schatzkiste. Hier, das ist unser Klangbaum. Den hat er ja zu seinem zweiten Geburtstag bekommen. Genau. Das ist jetzt die kleine Version mit 30 cm. Es gibt ja auch noch die großen mit 50 cm. Und ja, das mögen wir sehr, sehr gern. Ich versuche euch übrigens auch alle Produkte unten in der Infobox zu verlinken. So, hier haben wir dann seinen Lernaffen. Und zwar ist der von Sigi Kid. Und da kann er halt üben mit Reißverschlüssen, Schuhe binden, mit Klettverschluss. Alles auszuziehen, wieder anzuziehen. Genau, dafür ist dieser Lernaffe gedacht. Hier haben wir dann seine Bastelbücher. Das ist so ein Steckerspiel, wie man das so kennt. Moment, ich kann es ja mal aufmachen. Das hatte ich auch selber als Kind schon. Ich weiß jetzt nicht, ob er das zu Weihnachten vor 2 Jahren oder auch zum zweiten Geburtstag bekommen hat, hier mit diesen Steckern. Macht er auch sehr, sehr gerne. Aber das steht, wie gesagt, ja, hier alles hier oben, weil das Dinge sind. Da darf er nur ran, wenn ich auch dabei bin. Das ist sein Angelspiel, was wir bei 1000 Kind bestellt haben. Das ist komplett aus Holz. Das macht er auch sehr gerne. Das hat er zu Weihnachten bekommen. Das hat er auch zu Weihnachten bekommen. Und zwar ist das so ein Hammerspiel mit dem kleinen Maulwurf, den er sehr, sehr gerne mag. Und da muss ich auch dabei sein, weil die Teile halt wirklich mini, mini, mini sind. Also das gibt es nur, er kann mich danach fragen, natürlich. Und wenn ich Zeit habe, mich mit ihm zusammen hinzusetzen, dann machen wir das auch. Ansonsten, ich gebe das halt nur raus. Machen wir das mal alles gleich wieder hier so ein bisschen hin. Moment, das stand hier, ne? So. Ja, das hier, das ist sein Fotoalbum und das ist was für später. Und zwar hatte ich früher auch eine Strickliesel. Das sind ja diese Dinger hier. So sehen die aus. Und ich habe das unglaublich gerne gemacht und hier sind halt verschiedene Sachen drin, die man dann mit der Strickliesel so fertigen kann. Und ich hoffe, dass ihn das irgendwann mal interessiert. Und deswegen haben wir das und das steht aber hier oben, weil das ist jetzt noch nichts für ihn. Hier unten ist seine Zaubertafel, die schon mega kaputt ist. Ich muss mal schauen, ob Manu die noch ein bisschen repariert bekommt, aber das kennt man ja so. Hier gehören noch so Stempel dazu, die aber ständig natürlich rausgefallen sind. Und dann kommen wir auch schon zur ersten Kiste. Und hier ist seine komplette Holzeisenbahn drin. Also die ist von Ikea übrigens. Und ich glaube, dass alles, was sich in diesem Karton befindet, das sind 4 verschiedene Packungen. da sind halt ja, verschiedene Gleis- und Brückenteile drin und verschiedene Züge, das macht er wirklich sehr, 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 sehr gerne und er hat das zum zweiten Geburtstag von Freunden von uns, so ein Einsteigerpaket quasi geschenkt bekommen und Manu hat schnell gemerkt, dass er mehr braucht, also wirklich Manu brauchte mehr, weil er größere Strecken mit Vince bauen wollte. Hier in der Kiste, ja, das sind so Sachen für später zum Rausgeben, aber ich muss sie ja schließlich irgendwo aufbewahren und das sind jetzt, ja, wie gesagt, das ist hier ein Backup-Video, ne? Also das habe ich schon gedreht, als ich noch schwanger war. Das sind Sachen, die er bekommt, wenn das Baby da ist. Und zwar die ganzen Bücher, die ich euch auch schon mal gezeigt habe. Und seine Babytrage. Dann haben wir hier eine Auswahl von seinen Autos. Das sind bei weitem nicht alle, weil die überall in der Wohnung verstreut liegen. Wie gesagt,
Das war mal ein, oh nein, es ist ein Set, also diese große Feuerwehr, die, und da gehört noch eine kleinere Feuerwehr dazu. Hat er hier so einen Truck. Das ist noch eine Feuerwehr, die von alleine fährt und hat noch ganz viele von diesen kleinen Modellautos. Wie gesagt, die liegen überall in der Wohnung verstreut und ständig nimmt er irgendwo welche mit hin. Dann haben wir hier diese verschiedenen Schübe. Und da muss ich jetzt mal gucken, weil die meisten sind zum Glück noch leer. Also wir haben hier noch viel Staufläche für weiteres Spielzeug. Obwohl ich finde, es reicht jetzt schon. Und zwar, das kenne ich auch aus meiner Kindheit noch. Das ist so ein Puzzle, könnte man sagen, mit so Teddys, wo man die verschiedenen Teile hier oben reinmacht und das kombinieren kann. Hier sind auch noch Spiele drin. Also das ist so ein Fädelspiel, was er in letzter Zeit sehr, 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 sehr gerne macht. Und das ist so das erste Brettspiel, was wir mit ihm spielen. Von Ravensburger ist das. Der Maulwurf schaut genau, hat er auch zu Weihnachten bekommen. Und das kann er schon sehr, sehr gut. Also war ich sehr erstaunt, als wir das erste Mal gespielt haben. Das hat schon sehr gut geklappt. Er hat jetzt nicht die größte Ausdauer, um das komplett durchzuspielen, aber das ist okay. Und ja, das macht sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, die sind auch alle leer, die Schübe hier. Genau. Dann haben wir hier hinten noch diese Klappe mit der Uhr dran, mit der er auch sehr, sehr gerne spielt. Und hier, es ist nicht das drin, wonach es bei der Verpackung aussieht. Aber ich kann euch sagen, dass wir von diesen Mega Bloks First Builders habe ich eine ganz, ganz große Truhe mit Bausteinen. Die steht allerdings nicht hier in seinem Kinderzimmer, einfach weil es auch ein Platzproblem ist. Und ich möchte ja immer wieder auch so Sachen haben, die ich mal hervorholen kann, wenn er sich langweilt und ihm anbieten kann. Und deswegen steht die große Kiste mit diesen Megablocks-Bausteinen auf dem Dachboden. Und dann hole ich die gerne immer mal wieder raus. Was hier aber drin ist, ist ein Kegelspiel mit Kegeln und den entsprechenden Kugeln dazu. Das hier hat er auch zu Weihnachten bekommen von Heroes. Sind das solche Stapelbausteine aus Holz? So, hier unten, das müsste die Lego-Kiste sein. Genau, hier ist alles drin, was wir bisher von Lego Duplo haben. Und zwar haben wir ja bisher diesen Wildpark und die Eisenbahn und das habe ich alles zusammengeworfen, weil das konnte ich auch nicht mehr auseinanderhalten, was jetzt wohin gehört. Und er ist jetzt noch nicht so, dass er von alleine sich hinstellt und Sachen baut oder so Rollenspiele und so. Das ist auch noch nicht so seins, aber wenn man sich zusammen mit ihm hinsetzt, macht er das schon sehr, sehr gerne und mit einer relativ großen Ausdauer. Hier sind die Kettenbausteine auch von Heroes drin. Die hatte ich euch ja auch schon mal in einem Video vorgestellt. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das auch unten nochmal in der Infobox. Die mögen wir sehr, sehr gerne. Also da baut er sich auch schnell mal eine kleine Rakete mit oder Garagen für seine Autos. Muss ich mal gucken. Genau, das ist der Flughafen von den Tutut-Autos und hier sind auch alle seine Tutut-Autos und das Flugzeug halt drin. Das hat er zu seinem zweiten Weihnachten bekommen, als er anderthalb war. Das ist nicht mehr so aktuell, das interessiert ihn nicht mehr so sehr. Aber wer weiß, das kann ja alles auch wiederkommen. Und hier die Kiste, da sind so gesammelte Werke drin. Sein Xylophon, ja, eine Eieruhr, eine kaputte, mit der er unbedingt spielen musste. Noch ein paar Autos, ein Holzhubschrauber. Das gehört hier nicht rein, das gehört nämlich in die Lego-Kiste. Genau. Und dann habe ich natürlich noch so ein paar Spielsachen im Wohnzimmer und die gehen wir uns jetzt mal ansehen. Was ich übrigens auch noch auf dem Dachboden habe, was auch nicht bei ihm im Kinderzimmer steht, das ist seine Murmelbahn. Da kann ich euch das Video auch nochmal unten in der Infobox verlinken, weil das ist auch einfach ein sehr, sehr großer Karton, viele, viele Einzelteile, für die ich jetzt nicht so Platz hatte. Vielleicht mache ich es noch in einen Schub im Kallax-Regal, das weiß ich noch nicht, aber es ist halt auch so was, was man dann gerne mal rausholt, wenn er sich langweilt, sich mit ihm zusammen hinsetzt und das einfach spielt. Und jetzt zeige ich euch mal, was wir noch so im Wohnzimmer an Kleinigkeiten haben. Hier seht ihr, was ich vorhin meinte. Überall liegen diese Autos rum. So sieht es aus, wenn man bei uns gerade ins Wohnzimmer reinkommt. Da hat man eine Polizei und eine Feuerwehr und einen Traktor. Da ist ein Papierflieger. Vince kann sich ja unglaublich toll mit Papierfliegern beschäftigen. Also man faltet die ihm, dann bemalt er die noch und beklebt die noch. Dann haben wir hier auch noch so ein kleines Auto. Das ist eine Feuerwehr von Lego Duplo, die eigentlich auch richtig, richtig cool ist.
Dann haben wir hier so verschiedene Tiere, die eigentlich in diese Box hier reingehören. Die sind so aus irgendeinem Gummimaterial. Die hat er zu Weihnachten von Oma und Opa geschenkt bekommen. Und die lädt er übrigens sehr, sehr gerne auf diesen Traktor hier auf, weil der so einen Anhänger hat. Also auf diesen Anhänger lädt er sich eigentlich immer irgendwelche Autos oder hat diese Tiere drauf und fährt dann damit durchs Wohnzimmer. Dann habe ich hier hinten diese tolle Truhe. Die ist aus dem dänischen Bettenlager, ist eine Feuerwehr. Und da kommt dann halt normalerweise, wenn hier aufgeräumt ist, wird dann das halt alles einfach nur da reingeschmissen. Man kann halt da vorne in die kleine Klappe was tun und da hinten in die große. Und hier ist halt so diverser Kleinkram drin, noch ganz, ganz viele verschiedene Autos. Hier haben wir noch eine Feuerwehr und ja, ganz viele Autos. Hier ist dann zum Beispiel sein Holzzug auch drin, der große. Von Heroes ist der auch und da gehören noch zwei Anhänger dazu. Diese Monstermaske hat er mal im Kindergarten gebastelt, die setzt er sich gern auf. Dann sein Obal, den er als Baby bekommen hat, mit dem spielt er immer noch. Verschiedene andere Bälle. Hier haben wir so einen Arztkoffer. Den hat Manu zu seiner bestandenen Ausbildung geschenkt bekommen. Und damit spielt Vince halt jetzt ganz gerne. Da ist halt ganz, ganz viel Kleinkram auch drin. Noch verschiedene Bälle. Wie gesagt, hier hat man so einen Anhänger noch von diesem Zug. So, und da können wir hier gleich mal die Kiste und das Auto noch mit reinmachen. Ja, so einen stinknormalen Spielteppich, wie jeder kennt. Einfach auch so, und dieser Spielteppich ist mir auch wichtig, um so das so ein bisschen abzugrenzen. Also in dem Bereich darf halt im Wohnzimmer gespielt werden und bitte im anderen Bereich. Es darf natürlich noch ein bisschen ausgeweitet werden, ne? Aber gerade so im anderen Bereich, wo die Couch steht, da soll halt nicht getobt werden, da soll in Ruhe gemacht werden. Und dann hier drin ist übrigens unser komplettes Bastelzeug, was ich euch alles noch extra zeige. Und hier ist halt sein Bauhelm und seine Werkzeugkiste mit den verschiedenen Sachen drin. Aber hier liegt auch schon irgendwelcher anderer Kram noch mit drin. Und zwar, das ist so ein Brett, wo eigentlich Schrauben reingedreht sind. Diese hier nämlich. Und ein Hammer und eine Zange und ein Schraubenzieher. Und da fehlt aber auch noch irgendwas, was garantiert wieder irgendwo anders rumfliegt. Genau. Das sind halt die Sachen, die hier stehen. Und dann habe ich noch was in Schüben in der Anbauwand. Hier in diesem ersten Schub habe ich so diverses Malzeug. Also hier sind seine Buntstifte drin, weißes Papier, irgendwelche alten Sticker, die halt gern benutzt. Sein Bob der Baumeister Malbuch. Dann habe ich hier noch so ein großes Malbuch von Tausendkind. Hier eins mit Eulen. Da hatten wir schon eins mit Autos. Das ist aber komplett ausgemalt. Und da hinten sind noch so ein paar Schablonen. Hier im Wohnzimmer befinden sich auch seine Wachsmalstifte und seine Fasermalstifte. Aber die liegen da, wo er nicht rankommt. Also die gibt es nur, wenn ich ihm die rausgebe und ich auch dabei sitze, weil ich nicht möchte, dass er halt irgendwo damit rummalt. Deswegen gibt es die auch nicht im Kinderzimmer. Und in dem unteren Schub hier ist alles von Tiptoy, also sein Tiptoy-Stift. Dann das Buch Entdecke den Bauernhof. Und hier darunter liegt sein Tiptoy-Buch unterwegs mit der Feuerwehr. Wenn euch Tiptoy so als Themenvideo interessiert, schreibt es mal bitte unten in die Kommentare. Da mache ich nochmal ein extra Video zu unseren Tiptoy-Sachen. Und hier sind seine Puzzle. Also das ist gerade das, was aktuell sehr gerne gepuzzelt wird. Von Ravensburger sind die. Und das finde ich sehr, sehr schön ab 3 Jahren. Da sind halt die einzelnen Puzzleteile hier so eingestanzt. Und das sind natürlich die Holzpuzzle, die er so ganz, ganz, ganz am Anfang hatte, die aber jetzt mittlerweile zu langweilig für ihn sind. Haben wir eins mit Tieren, eins mit Hunden und ganz drunter liegt noch eins mit Autos, aber da ist er eigentlich schon zu groß für, die macht er eigentlich nicht mehr gern. Wie gesagt, das hier ist gerade angesagt, da muss ich mal noch irgendwie andere Motive noch besorgen, weil mittlerweile weiß er blind, wo was hingehört. Und genau, das war's, was wir hier noch im Wohnzimmer haben. Ich hoffe, mein Video zu Vince Spielsachen hat euch gefallen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare, was die Lieblingsspielsachen eurer Kinder sind oder was ihr als Spielsachen empfehlen könnt. Bei uns ist halt so ein bunter Mix aus Holzspielsachen und Plastikspielsachen. Das meiste, was Holzspielsachen sind, die hat er auch von uns bekommen, weil ich das eigentlich viel, viel lieber mag.
Ich schenke ihm nicht so gerne Plastikspielsachen, aber manches gibt es halt auch einfach nicht anders. Genau, ich freue mich auf eure Kommentare, hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!